Dann die A92 München Richtung Deggendorf. Eben A99, der längste Stau momentan, der Ostumfahrung München Richtung Salzburg. Zwischen dem Cop and Go und 40 Minuten, die ist hier länger. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video bei Teil 8. Heute drehen wir um ein Video wieder auf meine Kaninchenwiese, so wie gestern. Und ich hoffe, euch gefällt mein Video und viel Spaß beim Zuschauen. Zum Beispiel das da, könntet ihr den Hasen geben. Das ist auch gesund. Könnt alles von der Wiese geben, was ihr da seht, das da. Tue ich dann in diese Tüte, wartet. Und ich hoffe, euch gefällt mein Video. Ich habe eigentlich fast alles von der Blumenwiese, meine Kaninchen. Und wenn das trocken ist, so wie das da hier, können die Tropfen es die Kaninchen geben. Das macht ihnen nichts aus. Zum Beispiel da ist Löwenzahn. Das könnt ihr auf jeden Fall geben. Ich hab gestern sogar eine ganze Tüte voll gemacht von Gräser, Löwenzahn und alles Mögliche. Das dürfen sie eigentlich alles essen, was auf der Wiese ist. Auch Butterblumen und so. Zum Beispiel, das könnt ihr auch eure Kaninchen geben, dieses getrocknete Gras und so. Ihr dürft eigentlich alles denen geben, was auf der Wiese ist. Aber halt nicht alles, sondern ein paar Sachen. Eigentlich essen die Kaninchen das, was sie essen wollen und was sie nicht mögen. Und sie lassen sie eigentlich liegen. So hat es meine Eltern erklärt. Musst ihr halt mal ausprobieren und wenn sie es nicht fressen, dann ist es halt so. Dann musst du es halt wieder raustun und wenn sie es essen, dann mögen sie es. Diese Blume dürfen sie zum Beispiel essen. Oder Blume. Nichts passiert. War nur ein kleiner Unfall, aber es ist nichts passiert. Zum Beispiel das könnt ihr geben. Das habe ich euch ja gestern erzählt, das könnt ihr fressen. Ich hatte mich halt ein wenig erschrocken, aber es ist nichts passiert. Passiert mal öfters, dass was runterfällt. Bei lauter Hektik. Wenn zum Beispiel eure Kaninchen schwanger ist oder so, dann gebt einfach ganz viel Gras. Die müssen dann so viel fressen. Gebt einfach ganz viel Löwenzahn, Gras und alles, was die fressen. Dann kommt das Baby vielleicht schneller. Und dass dann das Baby auch nicht sterben kann, oder so, dass es zu klein ist oder so. Und wenn das Baby zum Beispiel zu klein ist, nimmt die Mutter und die Babys, tut es einfach in eine Kiste rein und tut ein bisschen Stroh rein und dann kult die einfach das Baby zu ihrer Mutter, dass die säugen kann und dann trinken die das schon. Habe ich auch bei mir gemacht und meine sind dann nicht gestorben. Gar kein Hase. Nicht mal eins. Aber die hatten halt, einer hat halt, zwei haben halt Hitzenschlag bekommen. Weil die Sonne mal in letzter Zeit zu heiß war. Deswegen gebe ich euch einen Tipp, lieber in einen Schattenplatz die Kaninchen hin tun. Dass sie nicht, keinen Hitzenschlag bekommen. Und Gräser dürfen sie fressen. Spitzwegerich. Halt ganz viel Kräuterarten und so. Ich habe gestern zum Beispiel die ganze Tüte voll gemacht. Gestern früh.
Das haben sie dann alles gefressen. Auch die, wo schwanger ist. Und ja, also denkt dran, wenn sie Kaninchen was fressen, dann fressen sie es. Wenn sie es nicht fressen, dann mögen sie es auch nicht. Tut es einfach in den Käfig rein für 2-3 Stunden und seht, ob die es gefressen haben. Wenn die nicht, dann tut es einfach wieder raus. Und die dürfen übrigens auch nasses Gras fressen. Das stimmt nämlich nicht, dass die kein nasses Gras fressen dürfen. Ich habe schon öfters denen gegeben und die hatten noch keinen Durchfall oder sonst was. Also, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ich pflücke noch ein bisschen weiter. Ciao. Das habe ich jetzt alles gesammelt. So viel habe ich im Wald gepflückt. Geht einfach im Wald und pflückt einfach so viel Gras und Löwenzahn und alles Mögliche, was die fressen. Legt's rein und die fressen es schon. So wie hier. Und das ist, würde ich euch echt empfehlen, geht einfach im Wald, pflückt lieber Löwenzahn und Gräser und könnt ein Päckchen Trockenfutter holen und so. Tut erst am Tag pflückt ihr das und abends könnt ihr von mir aus, also von euch aus meine ich, einfach Trockenfuttergene geben. Oder Gräser, wie ihr wollt. Ich habe im Moment kein Trockenfutter für Gene, deswegen pflücke ich jeden Tag besser.